Boah, voll geil hier in der Sonne. Prost, ne? Prost, schön. Auf unseren nächsten 1000 Abonnenten. Oder wie der Japaner sagen würde, Kampai. Kampai. So wohl. Man fühlt sich fast wie Urlaub, ne? Ja, fast wie Urlaub. Man bräuchte nur noch Meeresrauschen statt der Meeresrauschen. Busse, die vorbeifahren. Ja, und Brüste. Und Brüste werden jetzt echt so ein paar Mädchen, ne? So ein bisschen Volleyball spielen. Ja, aber nicht so Apfel, sondern mehr so Melone, ne? Ja, Melone ist immer gut. Ja, das ist so eine gute Größe, ne? Für Brüste. Ja, so eine Handvoll. Ja, was ist das? Ich bin kein Experte. Ich bin kein Experte. Aber ich glaube. Ich kenne mich damit aus. Gab es da nicht noch irgendwas? Ich weiß nicht. Hast du ein Paket bekommen? Stimmt. Es war so leicht. Ich war sehr irritiert darüber. Ja Mensch, lass doch mal auspacken. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Ja, komm, lass mal gehen. So, ja, genug gequasselt. Herzlich willkommen bei, ja, Kavsat und Nerdshit. Ja, wir sind wieder zusammen. Ja. Ja, diesmal reden wir mal nicht über Magazine, sondern über etwas, was uns eigentlich sehr am Herzen liegt. Wir kamen ja gerade draußen zum schönen Balkon. Wir haben momentan echt geiles Wetter erwischt. Richtig, richtig, richtig geiles Wetter. Also endlich mal kein Regen, mal ein bisschen Sonnenschein, auch mal schön. Haben auch gerade schon die ersten Cocktails getrunken und sind schon richtig gut drauf. Natürlich. Natürlich, denn... Ne, wir sind eingeladen auf Sex Island und haben dort auch was mitgebracht. Und die Sam hat ihr was besorgt und hat festgestellt, Scheiße, sollte schon im April da sein. Ich muss jetzt leer machen, es tut mir leid. So. Das ist es aber wert. Das ist es wert, genau. Tja, eigentlich hätten wir ja beide was zum Auspacken genau. gehabt, aber ich habe keine Melonen gekriegt. Deswegen kriegt Sam die... Oh. Ich kann mich entfrusten. Entfrusten, während ich den hier mache. Yay! Ich bin jetzt gerade überlegen, ist das die Limited Edition? Ja. Das ist schon zu lange her. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es ist die PS4. Es ist die Fortune Edition Limited Blase. Mit Brüsten. Und auch kleinen Brüsten. Schön. Kleine Brüste, große Brüste, keine Brüste. Ja, und enthalten ist auch, habe ich jetzt gerade nicht mal auf dem Schirm gehabt, ein Artbook. Echt? Ah, ja, angeblich. Also hier auf der Verpackung sieht man auf jeden Fall ein Artbook. Also hier hinten, ich werde es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen dicker zeigen mit Kamera und hast nicht gesehen, mit meiner 0815 Kamera. Und ja, ich zeig's einfach mal aus. Jetzt ist der Wert weg. 500 Euro Tja. Für ein Poppes. Nee, 150 Euro für ein Poppes. Aber es hätte wahrscheinlich einen sehr, sehr langen Wert, weil das Spiel ja nie oder wird nie in den Westen kommen. Schmeiß weg. Weg damit. Es wird ja nie in den Westen kommen, weil ne, wir sind ja alle so Brüder. Ja. Nintendo macht zensiert nur noch. Auch ein schönes Thema für den Podcast. Stimmt. Das ist eigentlich ein geiles Thema. Aber dann können wir uns nämlich richtig schön austoben darüber. Auskotzen und darüber, dass uns Brüste vorenthalten werden. Ich prangere das an. Ja, ey, ganz ehrlich, damals kein Problem gewesen und irgendwie jetzt... Ja, nee, das können wir so nicht machen. Wir müssen jetzt irgendwie Stoff... Ich erblinde! Take me so! Oh mein Gott! So sieht es ungefähr innen drin aus. Nice. Das schöne Spiel. Dann haben wir da oben das schöne Kartenspiel. Oh, wir können nachher richtig wir hier Mummy zocken. Karten. Und darunter seht ihr dann gleich etwas, was ihr nachher seht. Wobei ich bin eigentlich vom Meer aus. Nee, es gibt ja eine mit kleinen. Und es gibt eine mit großen, ja. Ja. Und ich krieg leider nur die kleinen. Ja, genau. Ist egal. Es gibt ja Hardcore-Fans, die haben sich die PS4-Edition geholt und die PS Vita-Edition. Ja, und das ist eigentlich auch geil. Nice. Na? Vielleicht kannst du mich ja mal reinzeigen. Ich bin Assistentin heute. Ne? Auch in einer schönen Coverbox, damit das nicht nass wird. Ja, die gute. Jetzt hätte ich fast gesagt Takumi, Blödsinn. Nein, Takumi war so wer irritiert. Anders. Ja. In Fire Emblem gibt es einen Charakter, der ist Takumi. Der heißt Takumi. Und ich so, ja. Jetzt hätte ich Bock auf Rahmen. Jetzt hätte ich Bock auf Rahmen, jetzt genau. Jetzt hätte ich richtig Bock auf Rahmen. So, dann liegt natürlich dabei das Spiel selber. Das Schöne an dem Spiel ist, kann ich jetzt auch nochmal reinzeigen. Es gibt diese Karte, ja. Das kann denn das Karte. Hat irgendeinen Download-Code, den würde ich nicht da mal zeigen. Ah, süß, oder? Ein Download-Code. Ah. Nice. Noch irgendein komisches. Ach, jetzt wäre ich auch gerne am Strand. Jetzt wäre ja, bei der Aussicht auf jeden Fall. Und? Ah, jetzt irgendwie klebt alles ineinander. Das. Und das ist das Auspads.
Yay. Eigentlich habe ich wirklich gedacht, ich kriege mal ein paar größere Hupen. Das ist ja echt. Tut mir leid. Das ist ja echt traurig. Das ist wirklich irgendwie ist das. Ja, jetzt kannst du es ja noch entscheiden, ob du nicht eventuell doch abbestellen möchtest. Nee, das Geile ist, dann muss ich mal gucken bei YouTube, bei dem anderen Mauspad, das müsste ja dann bei der Vita-Variante beiliegen. Ist da so viel Klumpatsch drin, dass man wirklich in der Slow-Mo sehen kann, wie das Ding dann runtergeht und so. Ach Gott. Muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Irgendwo. Das Mauspad, das ist aber halt dann. Ey, das ist echt die, nichts. Das hätte die hat kleinere Brüste als dein Mauspad. Da mache ich ja auch noch ein Foto von. Das ist echt. Ja, ich habe ein Mauspad mit Brüsten, mit Aska aus Leon Janis. Ja, und dann eigentlich, was ich auch nie mit erwartet habe, ist halt diese schöne Artbox. Das ist nice. Das ist echt geil. Da gucke ich blätter ich direkt mal rein. Soll ich dich allein lassen, Mifi? Ich steig gleich aus. Gleich fällt mir wahrscheinlich das Ding hier runter. Ich kann es ja mal in die Kamera zeigen. Ja. Wobei, ich finde diese Hardcover-Artbox immer noch doof. Ich bleib dabei, weil das halt einfach nur so doof zu umschlagen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ne? Das ist wirklich das Einzige, was ich halt daran ein bisschen... Ich bin ja heute die Assistentin für den Sexismus, den wir hier Sexismus. Ja, ich werde wahrscheinlich auch noch einige Bilder so zeigen. Ihr werdet wahrscheinlich auch ab und zu mal Abblendungen sehen, wo ich dann den Drehteller wieder raushole. Ich werde das dann auch zu Hause nochmal ausprobieren. Ja. Ist nicht noch was im Karton drin? Leider nein. Das war's. Okay. Das war's. Zeig mal hinten. Ich bin wirklich sicher, dass da wirklich alles... Das war's, wirklich. Jetzt kannst du wirklich entscheiden, ob ich dich 150 Euro dafür lohnt. Ne? Also, aber wo sind denn die Poster? Da waren noch, sollten noch Poster dabei sein, Poster? Oder nicht? Nein. Doch, diese wasserabweisenden Poster. Stimmt. Hä? Ja, die fehlen auch. Kannst ja direkt mal eine Mail schreiben. Was soll Was das? Was eine Scheiße. Das ist doch Betrug. Wo sind meine wasserabweisenden Poster für mein Badezimmer? Genau. Unverschämt. Das stand doch da drin. Ey, also das ist ja wirklich... Oder haben die das jetzt ersetzt durch das Artbook? Wie asozial ist das denn? Ich will meine Wasserabweisenden... Keine Ahnung, wissen wir nicht, aber... der schöne Ausflug nach Zack Island hat doch Enttäuschung und... mit sich getragen. Unfassbar. Und was soll das? Ich bin jetzt wirklich schockiert. Hallo, schockiert mich immer noch über das Mauspad. Muss ich ja noch nachfüllen. Direkt zur Operation schicken. Direkt zur Operation ist Doppel-E, bitte. Doppel-E. Ja, wenn wir dann nächstes Jahr in Japan sind, dann müssen wir dann halt mal... Was den Angriff? Nee, fällt schon wieder was runter. Was haben wir denn hier da? Hier nochmal die schöne Box. Ne? Genau, die echt schöne Box. Also sieht aus halt wie so ein riesiges PS4-Spiel einfach. Ja. Ne? So also werde ich es dann wahrscheinlich bei mir auch irgendwo hinpacken. Wie wobei, so ein Aufsteller. Wobei diese ganzen Limited Edition möchte ich dann umsammeln. Ich glaube, die mache ich über Powerstrip rein. Die ganze Wand voll. Das ist nice. Cool. Ne? Also auf jeden Fall eine sehr geile Box. 150 Flocken. Ja, für ja einen okay, Maus, mit Versand. Für ein, ja, gut, mit Versand und so, aber für ein Mauspad, was nichts hat. Das ist ein ganz normales Mauspad. Das werde ich auch wie ein ganz normales Mauspad benutzen. Nämlich so wie bei dir, wo ich mal sage. Also das ist echt. Das ist ziemlich traurig. Hätte ich es gewusst, hätte ich mir die Vita bestellt. Ja, jetzt bin ich gerade auch mal überlegen. Kannst ja noch machen. Aber eigentlich bin ich auf der PS4 gespielt. Ja, du willst es ja eigentlich auf der PS4. Kannst ja nachvollziehen, ich ja auch. Oder ich und dann über Remote Download. Auf die Vita. Aber ich will das eigentlich auch. Stimmt, genau. Das Spiel gibt es, glaube ich, im asiatischen Store als Free-to-Play-Game. Echt? Irgendwas habe ich da gemeint gelesen. Die Option gibt es halt auch, falls ihr, wie gesagt, einen japanischen Account habt, könnt ihr euch das auf jeden Fall auch runterladen, Free-to-Play. Cool. Da kann man den irgendwie durch Yen-Charaktere freischalten oder das sind nur begrenzte. Also es ist so eine Art Demo mit, kannst gerne mehr zahlen für mehr Content. Okay, das ist es im Endeffekt. Ich hole nochmal das Spiel raus. Ja, genau. Vielleicht sind ja da unsere. Vielleicht sind Posterin. Genau, vielleicht. Stimmt, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber das. Die Poster, du weißt doch noch, wie wir uns darüber lustig gemacht haben, weil da irgendwie in der Übersetzung stand Poster fürs Badezimmer, wasserabweisende Poster. Und wir so, okay. Wasserabweisende Poster. Lass nochmal durch den Mund gehen. Wasserabweisende Poster. Fürs Badezimmer. Day One. Day One definitiv. Aber hier? Nee. Aber es ist ein Booklet. Es ist eine kleine Anleitung dabei. Und noch ein Download-Code für ein Bikini. In Bikini kann man auch reinzeigen, weil bis das Video online ist, habe ich die Codes alle eingelöst. Hier. Zeigen wir mal rein. So. Mit zweiten Bauchnabel. Nee, Quatsch, Blödsinn. Doch. Zweite Öffnung. Ja. Zwei Bauchnabel wären ja echt lustig. Sonst was. Und das Booklet halt, das Anleitung ist halt typisch japanisch. Du hast halt nicht viel drin. Es ist nicht farbig, es ist einfarbig. Ja. Mit 1000 Sachen, die ich nicht lesen kann. Das kommt da. Ne? Aber auch kein Wendecover ist dabei, muss man auch noch dazu geben.
Schade. Schade. Also echt schade. Habe ich jetzt echt nicht gedacht. Also wirklich, Mauspad habe ich eigentlich jetzt von Dicken. Das macht mich fertig. Ja, das wird mich die ganze Zeit fertig machen. Da bin ich echt überrascht. Das ist jetzt echt platt, ne? Also, gesagt, ich hab ja gesehen, da stand ja auch extra small und so, aber das ist ja echt... Das ist wirklich lächerlich. Nichts, also es ist wirklich nichts. Du kannst doch nicht mal dein Handgelenk drauf ablegen. Aber ich halt jetzt nochmal auspacke, die Qualität ist eigentlich recht super, wenn das mal anfasst. Das ist nice. Das ist geil. Und das hier ist halt genau das Material, was du auch mit deinem Mauspad hast. Es ist halt nur... Es bringt nur nichts. Es ist halt echt... Ich werde immer wieder Gelenkschmerzen haben, wenn ich die Maus ja führe. Jetzt wolltest du dir ein ergonomisches Mauspad für dein Handgelenk und jetzt kriege ich das. Nix. Nee. Naja. Aber es hat wirklich eine schöne Qualität. Es ist eine echt schöne Qualität. Hinten ist, nur, wie gesagt, alles rutschfest, schön schwarz. Eben. Und das ist eigentlich schon recht nice. Aber 150 für so wenig. Das ist überrascht. Sogar die Packung hat mehr Brüste als das dieses Mauspad. Aber ich werde da noch ordentlich was reinbasteln, damit ihr auch was sehen könnt. Was vielleicht sagst du auf der Sexismus-Skala von 1 bis 10, wenn 10 das super sexistische ist? 0,1. Weil ich vielleicht so enttäuscht bin. Vielleicht haut ja das Spiel noch was raus. Genau, ja, definitiv. Wobei, Martin hat das Spiel ja schon angespielt, aber ich muss mal so halten. So. Martin hat das Spiel ja schon angespielt und war jetzt nicht so sehr begeistert wie bei Teil 2. Ich habe Teil 1 zu Hause, vielleicht zeige ich das auch nochmal. Ja. Weil da haben die guten Damen von Dead or Alive. Also ganz kleine, runde Melönchen. Also es sind noch Äpfel. Und nicht so wie in dem Spiel große Wassermelönchen. Ne? Oder in Teil 2 war es dann heftig. Also da, ich hab noch gar kein Gespräch. Da waren wir dann sehr, sehr, waren wir sehr, sehr baff wegen dem detailreichen Sand. Das ist wirklich wahr. Also, ja, aber man guckt die Brüste an. Scheiß auf die Brüste, guck dir den Sand an. Genau. Ja, Mensch. Cool. Ja, das war's. Das kleine Unpacking Dead or Alive Extreme 3 Paradise? Nee. Fortune. Paradise ist, glaube ich, die Vita-Variante, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder war Paradise sogar ein PSP-Titel basiert auf den... Ich bin auch geflasht von den Brüsten. Ich bin geflasht von den Brüsten. War schon. Ja, das war's. Wie gesagt, danke Sam, dass ich es bei dir abliefern konnte und du auch bestellt hast und so weiter. Wir hätten normalerweise zwei gehabt und hätten eine zwei demotivierte. Jetzt kannst du es noch abbestellen. Ja, aber irgendwie... Oder neu bestellen. Irgendwie, ja. Das ist echt traurig. Da muss ich mir auch mal was einfallen lassen, dass ich so ein ergonomisches Mauspad noch kriege. Weil ich probiere das erstmal aus. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Vielleicht sind kleine sogar ein bisschen besser als zu große. Demnächst machen wir dann noch ein Vergleichsvideo. Große Brüste Mauspads versus kleine Brüste Mauspads. Wir testen ergonomische Mauspads. Falls ihr Entwickler eines ergonomischen Mauspads seid, schreibt an folgende Adresse. Ich blende jetzt deine Adresse auf. Meine? Ja, natürlich. Ich nehme alles an. Ich nehme es, ja, natürlich. Die Frage ist mal, ob ich es dann auch auspacke. Ist eigentlich was von dem Magazin gekommen? Nö. Nö, ne? Nö. Na gut, okay, das ist ein Thema, zu einem anderen Video. Danke fürs Zugucken, für dieses echt... Tja. Schlechte Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bye, bye. Och, so schlimm war das Video am Ende doch wieder nicht. Wie gesagt, danke an Sam für das Bestellen und die ganzen Komplikationen, die sie dann bewältigt hat, was das Paket alles aufgenommen hat. Im April sollte es kommen. Im Endeffekt ist es Ende Mai gekommen. Dann ist auch nur ein Exemplar gekommen. Wir wollten eigentlich zusammen rumnerden, aber ich sag mal so, es wäre passiert, hätten wir zwei Mauspad mit Tiny Boobs gehabt und das wäre auch nicht so geil gewesen, aber ich glaube, die Sam ist froh. Die spart ja jetzt, da sie für den Capture 3DS. Als kleines Dankeschön, weil sie sich halt auch viel Mühe gemacht hat und momentan auch verdammt wenig Zeit eigentlich hatte, auch gerade an dem Termin, haue ich jetzt einfach mal eines ihrer Videos rein. Und zwar die Top 5 Amiibos. Sie hat sich da mit einem User, ich glaube, der hieß Derli oder auch Max, unten bin ich extrem vorsichtig, weiß ich jetzt gerade nicht, zusammengesetzt und haben über Amiibo-Figuren philosophiert und dann dadurch eine Top 5 aufgestellt. Und es gibt von dem, also bei den beiden wirklich Gemeinsamkeiten unter den Amiibo-Figuren. Wo ich sogar sagen musste, verdammt, stimmt, die gab es ja auch noch. Und Mann, war die überdimensioniert. Aber gut. Auf der anderen Seite seht ihr dann ein Kabelsalat-Video und zwar ein Lohnt es sich zum Spiel. Es passt eigentlich wunderbar rein, weil eigentlich ist das eher so das Spiel, was mich so mehr bezaubert hat als jetzt Dead or Alive Extreme 3. Und zwar rede ich hier von Sanran Kagura, Estel Reverses. Die Ninja-Damen machen einen Ausflug an einen mystischen Strand auf einer mystischen Insel und
Ob sich das jetzt wirklich rentiert für die PS4, das seht ihr natürlich in dem Video. Man muss auch sagen, da die Limited Edition, die hat ein Kissen. Hier hatte ich ein Mauspad. Es wird immer skurriler mit den Limited Edition. Aber hey, solange es preiswert ist, bin ich dabei. So. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Woche. Ich freue mich extrem auf Freitag, da kommt ja Kirby. Und ich freue mich extrem auf nächste Woche, da ist E3. Wir sehen ja momentan bei Twitter so viele Infos und ich freue mich einfach nur drauf. Das wird großartig, wir werden es live streamen. Vielleicht habe ich dann jemanden im TS noch dabei, der mich dann noch ein bisschen durch die Streams begleitet. Ich bin mal gespannt, ob ich gerade so die nächtlichen Streams mit hier Bethesda um 3 Uhr morgens oder Sony um 4 Uhr morgens, ob ich das überhaupt noch gebacken kriege. Das wird ziemlich lustig. Vielleicht hört ihr ja zum ersten Mal ein Schnarchen im Beefy und ich denke mir nur, oh Scheim, klar ist da. Aber gut, so viel von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!